Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Gut, wir hätten aber die Möglichkeit, hier zum Agenten zu gehen. Allerdings habe ich die Idee, das ist auch schon wieder eine Nebenmission. Ich glaube, die machen wir diesmal einfach direkt, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen. Das heißt, wir rennen einfach mal in diese Richtung weiter. Vielleicht finden wir noch irgendwas Tolles dabei. Müsste, glaube ich, hier runtergehen, oder? Ja, sieht vielversprechend aus. Notfalls kommen wir hier auch wieder hoch, wie es aussieht. So viel abgestürzte Schiff hier auf Eden 6. Na gut. Moralverlauf. Ich erwarte von dir, dass du stirbst, Kammerjäger. Okay. Ich habe auf dich gewartet, Kammerdieb. Weißt du, es ist schon ewig her, dass wir deine Sirenenfreundin getötet haben. Und meine Anhänger sehnen sich nach einem neuen Mordvideo. Also haben wir eine Todesmaschine gebaut. Vorschlag, ich filme mit meinen Mordkameras, wie du dich selbst umbringst. Und ich gebe dir eine einmalige Waffe dafür. Finde ich gut. Ich schätze, du könntest versuchen, mir den Spaß zu verderben, meine Mordkameras zerstören, was auch immer. Aber mal im Ernst. Du bist eine Waffenhure, das wissen wir beide. Und diese Waffe hier ist deine Selbstachtung mehr als nur wert. Hallo, der ist aber jemand sehr unaufhaltsam. Hi. Jetzt kannst du mich nicht mehr aufhalten. Meinst du? Na, wo du schon Schaden machst, muss ich ja zugeben. Halt, ich hänge fest. Das wird knapp. Ich fasse es nicht. Kommst du mich? Auf Geist! Was ist überhaupt hier? Na komm. Zeit mal zu tauschen. Jawoll, das ist doch was Feines. Ach, das war noch nicht der Typ mit der... Na gut, stimmt, dann kommt der die... Die Verwesung steht hier. Jupp. Ich glaube, das kommt tatsächlich erst noch. Es klingt so, als wäre da oben wieder irgendeine Durchsage. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Was haben wir da? Scheinbar auch irgendwas, was wir vielleicht später mal angehen können. Schade, ich dachte, da kommen wir rüber. Dann klettern wir einfach mal da drüber, denke ich. Jo, das sieht vielversprechender aus. Ah ja, Kameras. Ach, komm schon, du willst diese Waffe wirklich nicht? Sie ist limitiert. Ich töte dich einfach selber. Das merkt schon keiner. Na los, tu es. Tu es. Tu es, tu es, tu es. Ist doch nichts dabei. Wow, du verzichtest auf die geilste Waffe in den 6 Galaxien. Deine Freunde werden dich auslachen. Na, ich weiß ja nicht. Verkauf dich einfach und diese umwerfende Waffe gehört dir. Prinzipien werden überbewertet. Das stimmt auf jeden Fall. So, wo ist die letzte Kamera? Da. Nun, ich schätze, du bist nicht ganz die Waffenhure, für
für die ich dich gehalten habe. Schade, dann muss ich diese streng limitierte Waffe wohl einem meiner treuen Anhänger geben. Hier ist ein wenig Knete, Dummkopf. Hyperion, wir können dich ausnahmslos immer zurückholen. Außer du stirbst in einer Cutscene. Ja. Stimmt, das war es ja, deswegen hat es ja bei Maya nicht geklappt. Das war's dann, oder wie? Naja, okay, das war dann quasi legendäre Waffe gegen... Also Austausch gegen... Gegen Leben. Also Rekonstruktionskosten. Ich glaube, die andere wäre tatsächlich sinnvoller gewesen, die andere Lösung. Aber gut. Lohnt sich halt nicht immer die... optionalen Dinger zu machen. Aber gut, dann haben wir... Oh, du hast noch mehr. Okay. Das zieht doch ein bisschen. Wir müssen jetzt aber eh wieder da hoch, sehe ich gerade. Dieses Ende war dein Schicksal. Von daher machen wir das doch gerade mal. Ja, so weit dürfte es ja nicht mehr sein, oder? Liebe Karte. Jo, wir haben es gleich. Cool. Was macht ihr denn da unten? Dann machen wir das mal. Stimmt, den hätte ich vielleicht... Okay, dann mal los. Autsch. Also, du hilfst gerade ein bisschen. Ja, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters und so. Das mit dem Explodieren, das ist echt sehr praktisch. Ich schlüpf dann mal in was Bequemeres. Okay. Er sagt, es ist ein Verräter unter uns und du brauchst meine ID. Hier, nimm, Baby. Wer der Verräter auch ist, Clay wird ihm die Gliedmaßen einzeln ausreißen, wenn ich ihn nicht zuerst finde. Okidoki. Schlitzohr. Jetzt müssen wir noch Schleichfuß finden. Jäger von Beruf, ein Geheimbriefkastenmeister. Er hat Abhörgeräte aufgestellt, um Infos über die KDK zu sammeln. Check sein Versteck
und finde heraus, was er vorhat. Ich weiß nicht, dass einer meiner Schurken abtrünnig geworden ist, aber Schurken sind eben Schurken, richtig? Hätte ich wissen sollen. Mein Fehler. Ja, irgendwie schon. Hast du irgendwas Interessantes? Nein, nehmen wir nicht zum Verkaufen mit. Also keine tollen Boni oder so. Achso, ja. Clay, ich hoffe, du hörst das hier. Einer der Schurken ist jetzt wohl bei den KDK. Ich tauche ab, um der Sache nachzugehen. Finde mich, dann erfährst du mehr. Dieses Echolog zerstört sich in 3 Sekunden selbst. Piep, piep, piep. Nur Scherz, Clay. Ich würde dich nie töten. Bist du deine Familie, Kumpel? Hätte ja sein können. Ja gut, dann will ich mich hier nochmal ein bisschen ausrüsten. Und dann geht's zum Geheimdepot. Das ist jetzt wo? Ach da. So, eigentlich schon direkt hier drüben. Ja, du bist tatsächlich jetzt nicht mehr verfügbar. Okay. Jemand hat definitiv die Schurken verraten, Clay. Ich habe einen Ableger des Brackwasser-Clans infiltriert. Die Schlammnacken. Aurelia Hammerlock hat einem der Schurken das Eden-7-System im Tausch gegen ein Schlüsselfragment angeboten. Ich weiß nur noch nicht, wem. Wenn du nichts mehr von mir hörst, Kumpel, geh vom Schlimmsten aus. Dann bin ich entweder tot oder gefangen. Aber komm ich trotzdem suchen, ich würde das auch für dich tun. Schleichfuß ist ein verrückter Bastard. Wir kennen uns schon lange. Du musst ihn finden, Kammerjäger. Hochmut kommt, bevor man ins Bett kackt. Gut, das war's dann mit dir. Ein Banjo bringt Tod in den Händen von Mördern. Deine Zugabe. Ihr kriegt mich nicht. Das ist nicht. Die Herren? Billy, Billy. Immer auf mich auf. Zum Glück. Okay, ihr habt echt ein bisschen was drauf. Fuck. Das wird dann leider nichts mehr. Da schaltet ihr zu viel aus. Okay, vielleicht brauche ich doch langsam mal ein paar... Ich möchte gerne ein bisschen bessere... Bereit loszulegen? Obwohl, es sind ja halt jetzt besondere Gegner. Meine Güte, der Folge schon zweimal gestorben. Naja, ihr habt's halt auch nicht, seid nicht so ohne, meine Herren. Jetzt muss ich echt mal ein bisschen in Deckung gehen. Fuck.
Nein, wir haben ja noch Spießartfähigkeiten. Um Hilfe. Gut, einen haben wir gleich. Danke. Ich auch. Granate. Ich glaube, da hatten wir beide die gleiche Idee, ne? Zwei Stück noch. Da zerlegt es mich allerdings. Komm her, lieber. Sehr gut. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Na komm, das war auch nicht mehr so viel. Das ist eine legendäre Waffe drin, natürlich. Eine miese Band. Die Musik war echt übel. Endlich ist Ruhe. Schade, dass sie nicht besser ist, aber hey. Da gefällt mir das Aufladen nicht ganz so gut. Muss ich mal gucken, inwiefern das praktikabel hier ist. Doch irgendwas Tolles hier drin eigentlich. Auf jeden Fall Munition. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich weiß, so gemütlich stelle ich mir das ja auch nicht vor. So toll ist das, glaube ich, auch nicht. Naja. So viel dann dazu. Hier hätten wir noch was. Aber da haben wir die Ecke zumindest schon mal weg. Können wir noch ein bisschen nach dem Schleichfuß weitersuchen. Juhu, Geld. Falle und werde für die Jagd wiedergeboren. Na, wie gesagt, mit den Dingern geht das doch ganz gut. Da haben wir auch direkt schon nehmen, Teufel. Fast die Hälfte. Immerhin. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns zum Ende der Folge noch das Teufel-Ding an. Und dann ist es auch schon fast so viel wieder Zeit. Würde ich fast mal. Ja doch, 19 Minuten, das passt. Eden 6 war nicht gerade reich an Holz. Es gab alle möglichen Mineralien und Gase, die unter der Oberfläche der Sümpfe blubberten. Ich habe Monty mal gefragt, warum sie nie erobert würden. Und er meinte, tja, ein Dieb klaut wohl keinen Haufen Gold, wenn er nur von Scheiße umgeben ist. Gerissen, dieser Jacobs. Außer natürlich, man will die Scheiße klauen. Ja, das, hast ja auch öfter mal. Je nachdem, welche Vorzüge du so hast. Ach so, gut, da oben. Na, keine Ahnung, vielleicht ist da wirklich noch irgendwas Interessantes. Affen? Affen. Aber gut, dann würde ich nochmal sagen, wir können hier die Folge beenden.
vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.